Hey ihr lieben Relaxus, willkommen zu einem weiteren Part meines Pocket Edition. Ich spiele ein bisschen, wie hieß es nochmal, Bild FFA. Ich hab, muss ein bisschen PvP. Oh, Kacke. Nee. Oh, ich hab noch bekommen. Nämlich hab ich ein paar Themen zu besprechen. Sinfo, ich bin hier gerade erster von uns dreien. Mit den beiden, die ich hier gerade spiele. Nämlich, ich hab 3 Themen. Runde 2. Auf jeden Fall, ich habe 2 Themen mitgebracht. Einmal neuer Kanal, nur rein theoretisch. Und einmal was zu TK. Ich fange mit dem neuen Kanal-Thema an. Nämlich, ich habe mir überlegt, ich könnte rein theoretisch einen neuen Minecraft-Kanal machen. Weil mich stört einfach, dass ich so gesagt 200 inaktive Abonnenten habe. Weil als ich mit Minecraft schon angefangen habe, also so richtig wieder, hatte ich 200 Abonnenten. Und das heißt, so gesagt, 200 meiner Abonnenten sind inaktiv und es stört mich. Darum würde ich eigentlich gerne... Ich habe hier 3 Themen. Also würde ich gerne einen neuen Kanal stellen, das Minecraft Pocket Edition. Ich hätte auch schon 2 Projekte geplant, nämlich ich teste Server. Und dass ich insgesamt so alle Kids austeste. Das sind so 2 Ideen. Raus, weg. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Auf jeden Fall das zweite Thema ist zu TK. Man kann sich immer noch bewerben. Schreibt gerne bei irgendwelchen anderen YouTube-Kommentaren, dass sie, also meinen folgenden YouTubern, dass sie mitmachen könnten und das als zum TK-Video hinzuweisen. Vielleicht mache ich sogar noch einen Trailer. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wir sind noch nicht genug Teilnehmer. Wir sind jetzt, glaube ich, erst 8 oder so. Also ich nehme auch nicht jeden. Darum schreibt bitte bei meinen folgenden YouTubern, dass sie da mitmachen könnten. Und das dritte Thema ist, ich habe hier ein Bild FFA. Kommt da jemand? Hier kommt niemand. War letztens ein Hacker gekillt und der hat mich eben in der Runde als Hacker beleidigt. Ja, weil ich in Spinnnetz war. Da kommt man ja keinen Rückstoß. Logisch. Klavierwolke. Also wenn man sich so nennt. Team jetzt? Ich kann dir sogar noch wegen Team reporten. Ist das gut? Ha. Und der findest du hier noch toll, dass er jetzt reportet wird. Wahrscheinlich gebannt wird vom Server. Teaming ist Teaming, das kann ich reporten. Ich spring mal zu denen. Ach, der will Team. Nein. Teaming ist nicht erlaubt. Ein einziger Killstreak, das... Was? Wer ist jetzt noch da? Ich habe das vor 10 Sekunden geschrieben und der hat dich schon gebannt. Das ist jetzt mal ein sehr aktiver Moderator. Der hat mich bemerkt. Kacke. Oh, was waren das bitte für Hits? Der hat 10.000 Kills, der Windows 10 Killer. Darum spiele ich jetzt mit Windows 10 Spielern. Und es ist kein Deutsch. Wieso sprechen die hier nicht Deutsch? Es ist ein deutscher Server. Ich werde einfach in die Luft geschlagen. Ich werde in die Luft gehittet. Was ist das denn? Ich hätte ihn besiegt. Ich habe ihn, Windows 10 Spieler, im 1 gegen 1 besiegt. Oh, jetzt kommt er direkt. Jetzt wird er aggressiv. Ja, töt ihn. Greift euch gegenseitig an. Ich möchte überleben. Oh, 100 Kills habe ich jetzt. Wieso habe ich ihn jetzt getötet? Ich war nicht da. Was? Da war kein Block. Wieso targeten mich alle nur, weil ich um? Mein KD wird noch zerstört. Mein gute KD. Ja, easy. Plus den Elo. Ich habe den höchsten Elo vom Server. Und der staubt ab. Zurück zum Thema TK. Ich habe die Map eigentlich schon bereit. Ich muss noch die Border und alles machen. Die Spawnplätze kann ich noch nicht alles machen, weil die Spielerzahl noch nicht feststeht. Mindestens sollten 20 sein. Jedenfalls, das steht alles noch nicht fest. Dafür brauchen wir Spieler. Ihr könnt ja so gesagt, ich möchte nicht sagen Werbung, aber anderen meinen praktischen YouTubern sagen, dass sie mitmachen können. Ich nehme halt nur welche mit, bei denen ich weiß, dass sie aufnehmen können. Aber Windows 10 Spiel bekommt Info Schwäche. Vielleicht sogar Schwäche 2, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht seid ihr, guckt die Person, die auch zugucken, sind ihr MCP-YouTuber, dann könnt ihr auf dem Discord-Server joinen. Wenn nachfragt, kann ich den noch, vielleicht packe ich ihn auch einfach in die Beschreibung.